Irgendwie habe ich das Licht hier voll verkackt, Leute. Scheiße, Mann. Muss mal kurz das Licht hier fixen. Oh, meine Augenringe sind da, Chat. Das heißt, ich bin auch am Start und ich sehe richtig vermatscht aus. Ich bin richtig. Richtig. Vermatscht die. So. Sekunde. Wie kann ich das jetzt nochmal hier? Same Shirt. Ja, ich habe auch sowas Cooles vom Varium bekommen. Warte mal, wie kann ich das wieder hier anders machen, die Farbe? Boah, sehe ich kaputt aus, weil ich kann es nicht dunkler machen. So. Küsschen aufs Nüsschen. Vielen Dank für den Sub. Jetzt schon. Already. Boah, ich sehe so fertig aus, Chat. Ich habe Allergie ohne Ende. Mein Gesicht ist so aufgeschwollen. Unscharf. Oh, wie mache ich das denn nochmal? Oh, ich hänge fest. Auch noch das. Ah. Ja, ist unscharf. Warte. Ja. Warte mal, ich muss jetzt hier irgendwie. Ich muss. Das ist mein Gesicht. Warte. Warte. Okay, sieht aus wie ich. Passt doch. Jens, bleib da. Fall nicht runter, Jens, bitte. Oh! Ich wurde reingelegt. Ja, ich wurde auch reingelegt. Scheiße. Schnell. So ist gut, oder? Ja. Sehr gut, Jens. So siehst du gut aus. Danke. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem, ich muss weiter nach vorne gehen, scheiße, auf dem Livestream vom twitch.tv/bonivar. Mein Name ist Jens. Ich war schon sehr lange nicht mehr hier, denn ich habe sehr viel gearbeitet und habe auch gar nicht Videospiele gespielt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt eine schöne Zeit gehabt, auch ohne meine Anwesenheit. Wenn ihr keine schöne Zeit hattet, dann tut's mir leid. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Ein bisschen dunkel bei dir. Ja, ich habe Dark Mode angemacht, Chat, weil irgendwie sehr, ich bin eher im, geil, okay, meine Shortcuts gehen schon mal. Dein Mitbewohner macht uns das Leben schwer, warum das denn? Der ist doch ein ganz niedlicher. Oh. Wie geht's euch denn, Chat? Wann war ich das letzte Mal hier? Wann war ich das letzte Mal on air? War das im Oktober mit Maurice, mit Stellaris oder so? Weiß es einer? Ja, genau. Gut. Wie geht's dem Lord? Also. Mir geht's, also ich habe Allergie, die Birkenpollen fangen an in Hamburg zu blühen und das hat mich richtig krass critical gehittet. Ich habe mir schön Lorano Pro gegönnt. Ansonsten geht's mir gut. Neben Bonjour bin ich ja jetzt in einer anderen Firma eingestellt als Angestellter und da leite ich jetzt ein sehr großes Team, auch zu dem ganzen neuen
Medienquatsch und mache da so ein bisschen die strategische Entwicklung. Sehr viel Kundenkontakte, sehr viel mit Agenturen, sehr viele Projekte. Und nebenbei halt noch Bonjour mit ein bisschen Rastplatz und AOK und Twitch und so. Ansonsten, er nimmt Distanz zu uns auf. Nee, überhaupt nicht. Ich gucke sehr häufig den Stream immer noch, aber ich schreibe nicht, weil, ich bin quasi Vollzeitgeneral. Ja, strategische Entwicklung, das stimmt. Bist du nun reich, Jens? Sagen wir mal so, ich könnte Twitch kaufen. Nein, bin ich natürlich nicht. Ich bin nicht reich. Reich ist ja auch nur, ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Ne, sagen wir mal so, ich kann mir jetzt Lipton Eistee Sparkling leisten. Das Moet des kleinen Mannes, nenne ich es mal so. Weirder Flex. Weirder Flex, ja, aber Lipton abgehoben, ja. Es tut mir leid, Chat. Er kann sich privat krank versichern. Nee, kann ich, das kann ich noch nicht. Schade. So abgehoben bin ich auch noch nicht. Aber um ein weiterer Flex, wie reich ich bin, Chat. Ich habe euch ja angekündigt, ich werde heute etwas Illegales tun, hier auf diesem Stream, und niemand wird mich aufhalten, weil, ich weiß gar nicht warum auch nicht. Ich war schon so lange nicht mehr on Stream, deswegen werde ich jetzt etwas tun, was sonst eher sehr selten hier passiert. Ratet mal, Chat. Gib was essen? Im Studio essen? Okay, ihr habt es erraten, im Studio essen. Weil ich jetzt unfassbar reich bin, habe ich mir Monchi gekauft, Schokomonchi, und werde jetzt vor euren Augen essen, beziehungsweise ein, weil den anderen habe ich schon im Auto gegessen, und zwar ein Moshi, Moshi ohne N, ja. Chat, versuch mich aufzuhalten. Oh, wie geil weich das ist, guck mal. Oh, ist das geil. Halt, stopp. Nein. Das wird Niklas niemals herausfinden. Was soll er denn machen? Soll er herfahren? Sein Fahrrad wurde geklaut. Okay, sorry. Too soon. Deine Nase pups Mitro, Entschuldigung. Nee, wirklich richtig scheiße, sein Fahrrad wurde echt geklaut. Verbotene Sachen schmecken gleich doppelt so gut. Diese Konsistenz von diesen Mochis ist so unfassbar weird, aber geil. So. Mein Lippen-Eistee ist schon leer, aber Chat, weil ich jetzt reich bin, habe ich noch was. Hab mir noch schön, Hashtag keine Werbung, ein Smoothie gegönnt.
so richtig geschüttelt. Junge, bei dir läuft's. Soll ich ein Profil trinken oder frontal, Chat? Ich mach einfach so. Oh, Blaubeere, Pfirsich, Apfel-Chat. Im Abgang mega, mega gesund auch. Wie hört sich das denn als General an? Wartet mal. Hau rein, es lohnte sich. Bussi. Lecker. Ah, gut. Oh, ich muss Beich machen. Oh, doch nicht. Also, leichte... Ich hab verschluckt. Oh Gott. Karma. 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 Oh. Oh. Instant Karma. Da war ein Stück Mochi mit dabei. Oh. So, wo war ich stehen geblieben? Energie 53 Kilokalorien, Fett weniger als 0,5 Gramm. Davon gesättigte Fettsäuren unter 0,1 Gramm. Kohlenhydrate 13 Gramm. Davon Zucker 11 Gramm. Ballaststoffe 1,1 Gramm. Eiweiß unter 0,5 Gramm. Salz auch dabei. Vitamin C. Auf jeden Fall ist hier alles von Blaubeeren, Pfirsich, Apfel, Freunde. Richtig geil. Warte, ich trinke mal mit aus. So, Chat. Ich kann ja so aus dem Pete Smiths Kochbuch vorlesen. Ich meine, es ist ja sogar unterschrieben. Oh, wir sind so fame, wir unterschreiben die Bücher, die wir unseren Freunden schenken. Liebe alle, egal, was wir hier alles für geilen Scheiß gekocht, gebraten, flambiert, filetiert, angedünstet, geröstet, gratiniert, paniert, pochiert und tranchiert haben. Die mit weitem Abstand leckersten Schnittchen reingelegt aller Zeiten. Der General mit seiner sexy Stimme. Seid natürlich ihr. Dafür danken wir euch von ganzem Herzen und mit vollen Bäuchen. Nur wegen euch müssen wir uns jeden Morgen zwicken, weil wir nicht glauben können, dass wir diesen Traum leben dürfen. Jens Taubert. So. Ich bin gerade zwischen einschlafen. Okay.
Okay, warte mal, ich muss die Kamera anders einstellen, ne? Ja, jetzt war ich ein bisschen groß, ne? Das Geile ist, ihr seid mittlerweile alle, die ganzen Twitch-Profis hier, Maurice und Leon und Niklas und Matteo sowieso gewohnt. Kennt schon so krasse Sachen wie Headspace, ey. So. Das ist alles anstrengend, Freunde. Ja, so ist doch okay. So, lieber Chat. Warum habe ich denn hier keinen Ton? Ich verschluck, fuck mal live. Okay, meine ganzen Settings gehen schon mal. Rename General außer Dienst. Rename, so, jetzt muss ich einmal mein Equipment hier finden. Oh, Moment. Ah, das ist Sound gewesen. Kann ich es denn lauter machen? Ja, cheated. Ja, verrückt. Ja. Hört man was? Wir hören es leise. Kann ich es denn lauter machen? Ah, im Spiel natürlich. Okay, warte, baller mal. Gute Idee, warte mal. Ich muss kurz überlegen, wo meine Sachen sind. Hallo Jens, überleg doch mal, warte mal. Eingang ist hier. Dann war mein die Klamotten. Alter, ich finde meine Sachen nicht mehr. Egal, scheiß drauf, Jolo. Ach da, okay. Okay, das ist schon lauter. Reingelegt. Das ist sehr schade. Wanderherz. Ich cheate mir Items. Das geht so schnell. Die Munition. Die ist so furchtbar schnell. So. Genau, ein neues Gesicht, korrekt. So, jetzt gucke ich mal, wo hier was los ist. Was geht denn hier ab?
Wer ist das eigentlich? Ich wurde eingebrochen, korrekt. Was? Ich hab die Angst, dass wenn ich... Ah ne, okay, schon gut. Mich rave ab. Guten Tag. Oh, Herr General. Dieser scheiß Heli, ich hänge hier permanent fest. Nee. Wir haben ja keine hundertprozentigen Rollen getauscht. Herr General ist zu schwer für meinen Heli. Oh. Was passiert hier? Hier gab es gerade ein Event, ein Showrun zwischen Herrn Sherlock Hart und dem Eisernen Becher. Am Ende sind beide gestorben. Und der Lachsmann hat überlebt. Fragen Sie nicht. Okay. Das ist eine traurige Entwicklung für diese Insel. Wie man's nimmt. Ich setz meinen Voice Changer an. Hallo. Entschuldigung. Der Blick, wie er guckt. Hatten Sie was im Hals stecken? Ich kenne das Problem. Ja, das mir auch des Öfteren. Mein Filter hat nicht funktioniert. Ich habe hier die Knöpfe, die sind, wissen schon, irgendwie durch das Ganze, durch das Ganze nichts tun, ein bisschen eingerostet. Lassen Sie mich ja sehen, da hängt noch ein Kabel raus. Einen Moment. Ja, jetzt sollte alles wieder gehen. Vielen Dank. Hallo, Jiva. Oh, guten Tag. Tag. Sind Sie vom Himmel gefallen? Ja, irgendjemand hat mich aus dem Helikopter geworfen. Das ist mir auch vorhin passiert. Zufälle gibt's. Nicht sowas geht schnell. Es war jetzt 10 Uhr auf jeden Fall. Ja. Gibt nicht mehr viel zu tun hier, glaube ich. Nö, ich glaube, es gibt nachher noch ein super Rennen-Event. Gibt es dort Tote? Potenziell. Wenn ich überlege, wer da so mitfahren könnte, mit Sicherheit. Ich liebe Tote. Möchte mich jemand vielleicht in die Stadt fliegen? Sie stehen zufällig genau auf meinem Heli, also wir könnten uns auch in den Heli begeben. Ja, dann wünsche ich einen guten Flug, ich muss leider mein Auto holen und dann erstmal ein bisschen was futtern. Ja, Herr Ajiva, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Man sieht sich am Pokertisch. Definitiv, vielleicht hat er... Bis später. Ach geil.
Vielleicht hat der General ja auch Lust, in seinem Feierabend eine Runde Poker zu spielen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist beim Militär. Ja, wir sind ja quasi arbeitslos. Die Insel wurde ja befreit, von daher. Ich habe gerade schon meinen Apache versetzt. Also ich habe auf einmal ein bisschen Scrap, um am Pokertisch vielleicht die Leute noch abzuziehen. Apropos. Ja, super. Heute Abend. Ja, dann. Kann die Party ja steigen. Die Endboss-Quest gab's sogar schon, Chat. Wie kann ich das denn hier leiser machen? Einfach in die Stadt. Stadt. Na, warum eigentlich? Oh, falscher Knopf. Das war der falsche Knopf. Scheiße. Ich hab... Huch. Nein, das war der falsche Knopf. Okay, warte. Warte, ich muss das jetzt geschickt machen. Oh, scheiße. Wo ist der Editor? Okay, er bleibt zufälligerweise stehen. Huch. Sie können das aber sehr gut auf der Stelle, nicht wahr, Herr General? Ja, ja. Hervorragend. Oh. Ich habe da unten gerade etwas beobachtet, deswegen musste ich kurz stehen bleiben. Oh. Keine Ursache. Oh, ich hab schon wieder Tränen in den Augen. Ich stream gerade mal eine halbe Stunde, ey. Fuck my life. Oh. Hier in dem Bereich der Insel kann es immer ein bisschen zu merkwürdigen Kopfschmerzen und Rucklern kommen. Ich hoffe, wir überleben die Landung. Ja, wenn wir abstürzen, sind sie halt schuld, oder ist okay. Oh oh. Oh oh. Ich kann versuchen, das Haus vom Eisernen Rächer zu treffen. Okay. Aus Versehen natürlich. Die denn alle hin? Ach, lass ihn mal hinterher. Oh, oh. Hm. Hallo? Sie sind ja, genau von meiner Kanzlei gelandet. Ist das Absicht? Hallo. Guten Tag. Der Platz okay, hat Leute, mir am besten gefallen, ja. Ich brauche die Backups, Commander Sergeant, okay. Lieutenant General Phillips, Commander Zentrale. Seid es hier? Ich nehme mal meinen Benzin mit. Besser ist das. Der da. Der hier? Ja, er ist hier von der Special-Einsatztruppe, der Herr Walle. Hallo! Eine wunderschöne Rüstung haben Sie da an. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ist meine. Sind also, Menschen an mir vorbeigelaufen? Die Richtung da? Ich brauche Hilfe. Keine Ahnung, was los ist. Super Sniper Sergeant Commander, okay. Leutnant Phipps Einsatzzentrale. Und es geht um Turner. Der ist mein Fangirl Number One. Und ich möchte einen Kern mit dir in einem Duell. Ein Duell? Ja, der wohnt da drüben und ich brauche krasse Boys oder auch, ja, krasse Girls, die mich tatenkräftig unterstützen, um den aus seinem. Kann ich Ihnen die Frau Nisa empfehlen? Die ist ziemlich krass. Mister, ich hab ein Fernglas auf jeden Fall. Kommen Sie schnell. Wir sehen uns.
Herr General, heißen Sie überhaupt noch Herr General, oder? Ja, Sie können mich. Sie können mich. Was ist los? Was ist los? Oh, hallo, Detective Sherlock Hart. Guten Tag. Was stehen Sie hier so normal auf der Straße rum? Wir sind gerade gelandet. Oh, Herr General, hallo. Wollten mal den Herrn General gefunden. Oder jetzt auch Herr General AD. Wollten ihm mal zeigen, wo man hier heute Abend Party machen kann, nachdem er jetzt keinen Job mehr hat. Das ist ja großartig. Der das ist also General. Haben wir noch einen Platz am High-Roller-Tisch? Er hat zumindest gesagt, er hat ziemlich pokern. Viel Militäreigentum versetzt. Also sollte er genug Scrap haben. Können Sie pokern, General? Selbstverständlich kann ich pokern. Ja, Hanna ist gleich raus. Sehr gut, sehr gut. Hast du rein? Heute Abend also bei Suki Diggins in der Bar. Sehr schön. Nimm mal den Tisch. 100.000. 100.000 nur? Okay, dann muss ich noch... Ich dachte 10.000. Weitere Apache verkaufen gleich. Scheiße. Ja, wirklich 100.000. Das geht doch auf, oder? Nee, darf ich mit den 3.000 nicht mitspielen? Okay. Darf ich nochmal nachgucken? Herr Lachsmann, ich fordere Sie mit so einem Heads-up heraus. 100.000 Scraps. Alles klar, kein Problem. Ich rufe mal meine Freunde an, auf denen mir Geld leihen kann. Sie haben Zeit bis heute Abend 100.000 an den Casino Royal Tisch zu bringen. Ansonsten wird der Walle mit Ihnen ein bisschen kuscheln. Das ist kein Problem. Walle und ich kennen uns schon gut und lange. Schon sehr familiär, würde ich sagen. Aber das ist kein Problem. Ich krieg das Geld schon. Er kann ja nicht wieder was leihen. Mach mir mal eben schnell Geld. Alter, das ist ja andersrum, scheiße. Was war's? Nee. Das ist für immer geliehen am Pokertisch. Ach, guck mal, wie schnell die Leute hinkommen. Ja, sie haben mir auch kurz gedacht. Das war deine Freundin. Aha. Ja, ich weiß, jetzt ist das Geld mal gestanden. Die Sucht, die kickt. Okay, Herr Schöllekart, wir müssen noch was besprechen, glaube ich. Wie viel Uhr soll denn das Pokern heute Abend losgehen? Ich habe meinen Scrap beisammen. Nach der Party um 21.30 Uhr, oder? Also erstmal kommt das Rennen, genau. Okay, nach dem Rennen. Kann ich mit dem Rennen Scrap gewinnen? Okay. Walle, nicht Walle. Kannst du mal mitkommen mit dem Herr Schöllekart und mir? Hallo, die Herrschaft. Guten Tag. Du musst das Banditenlager noch auswerten. Ah, hallo. Ja. Hallo. Herr General, vielleicht gute Nachricht. Hätten Sie einen Moment für mich Zeit? Kommen Sie. Ich bin zwar außer Dienst, aber okay. Das wäre ganz freundlich, vielen Dank. Wo sind die denn so? So, hier ist besser, dann hört uns auch nicht niemand. Also, passen Sie auf. Ich habe da hinten, da so bei dem Fluss, ein kleines Häuschen. Und da ist mir aufgefallen, dass da irgendjemand nebengebaut hat und das Gebäude war komplett voll mit verschiedensten Fallen. Da bin ich auch ein paar Mal verletzt worden. Aber da habe ich einen Computer gefunden, der mich dann schon wieder woanders hingeschickt hat. Und jetzt am Ende, nachdem ich ganz viel Neues gesehen habe, wurde ich hier auf diese Fährte gelockt. Und jetzt war ich da oben in diesem Haus auf dem Berg. Und da ist eine Kamera, die genau hier in die Stadt reinführt. Können Sie sich das erklären? Ich glaube, das ist ein Fall für den Herrn Detective. Okay, weil ich bin jetzt wirklich schon 3 oder 4 Hinweisen nachgegangen und jetzt brauche ich ein U-Boot für den nächsten Hinweis. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, ich glaube, der Kollege Herr Sherlock Hart kann Ihnen da helfen.
Oh, der ist immer so beschäftigt. Oh Mann, oh Mann. Okay, ich versuch's mal. Vielen Dank, Herr General. Vielen Dank. Sehr gerne. A16 ist das. A16? Okay. Tja, ich konnte jetzt ja nicht die Story spoilern. Hey du da! Sei heute dabei bei der epischen Schallkraft gegen den Rächer. Auf N31. Wissen Sie, dass Sie Zucker süß sind? Wir freuen uns auf dich und du möchtest das auf jeden Fall nicht verpassen. Ach, Sie brauchen doch nicht schweigen. Das stimmt wirklich. Sie brauchen nicht schüchtern sein. Sie sind zuckersüß und ich weiß genau, dass in ihrer, unter ihrer harten Rüstung etwas ganz Weiches ist. Und zwar weiche, schöne Schokolade. Hier. Was ist das da hinten? Was ist das? Ich glaube, da kommt ein Helikopter. Da. Ah. Wo denn, hä? Ging angelegt. Nicht abbauen. Hier, ich habe für Sie einen Schoki. Der ist so grün, den habe ich mir aus der Nase gezogen. Das ist ein Popel-Schoki-Stein. Denk ich Ihnen. Komm. Alles Verrückte. Das ist echt mega creepy, ey. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, aus Versehen ein Pferd geklaut. Huch. Scheiße. Von wem war das nochmal, das Pferd? Ich muss es wieder zurückbringen. Ich hasse auch immer, wenn das passiert. Scheiße, wo war das Pferd? Ist das von Leon? Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Scheiße, wo war das Pferd denn? Bei Juli und da nur noch. Ach, so ist ja okay. Das müssen wir nur noch irgendwie präsentieren, das Richtige. Gutes Pferd. Ja, gutes Pferd. Ja, aber dann haben wir nur einen Versuch. Oder irgendwas. Okay. Ja, nach oben ist gut. Nach oben ist richtig gut. Ich kann es jetzt auch versuchen, so aus dem Off quasi in die Mitte reinzuwerfen, hinterm Lachs. Ja, genau. Panze, du stehst da oben und wirfst das runter, während ich hier so stehe und tanze. Und wenn es genau vor mir ist, musst du ein Foto machen. Alles klar. Ich hab hier noch ein Foto für dich, was dich bei interessieren könnte. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ein goldener Schauer für eine Jerlo-Karte in dem Foto. Und das kannst du. Oh. Genau so. Ja. Ich meine, unsere Bude sieht zwar so aus, aber wir sind nicht die Feuerwehr, bevor jemand fragt, nur schon mal abgeklärt. Ja, solange die Bude jetzt nicht mit anfängt zu brennen, das ist ziemlich nah bei ihnen. Weil ich wedel ein bisschen.
Fackelt die Bude ab! Fackelt die Bude ab! Ich glaube, der Herr wollte lernen, wie man Heli fliegt, aber es hat nicht so funktioniert. Notieren. Ey, das ist eine Spitze. Lass sie brennen! Lass sie brennen! Nichts passiert, alles gut, Moment! Ja, Haus brennt. Oh, oh, oh. General, haben Sie mal auf Lunge gelassen? Das ist fein. Das ist fein. Er hilft schon. Sehr gut. Mit seinem Schoki. Au, 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 Hass, Hass. Alles CGI. Alles CGI hier. Guten Tag, Herr General. Der Herr Mystery hat mir den gegeben. Und hat mir aber keine Betriebsanleitung dazugelegt. Nein. Da brennt nur der Rasen. Das extra gemacht, damit der General kommt. Ja. Ein wenig los, oder? Ist das die Feuerwehr? Was ist hier los? Ach du Kacke. Oh Gott, ich sterbe, ey. Oh, warte mal. Was ist denn passiert? Denise ist schon wieder gestorben. Ich habe vom Herrn Mystery meinen ersten Hubschrauber bekommen. Und dann bin ich gestartet, weil ich keine Betriebsanleitung gehabt habe. Für dein Duell. Und dann da oben hängen blieben. Und dann, ich hätte fliegen können. Ich kann das nämlich. Ja, ich habe ja gesagt, ich will das erste Mal fliegen. Und dann war es, ja. Barbecue. Ja, aber ich denke auch mal, dass du dann morgen nicht mitmachst bei dem. Die waren doof. Nee, ich flieg morgen nicht. Aber das ist vielleicht besser. Stiegen für Willy Wonka Schokoladenfabrik. Sie waren. Das schreibe ich mir kurz auf. Okay. Ja, Mann. Okay, komm, lass uns losdüsen. Nur der General am Automat. Ich habe leider kein Fotoapparat dabei. Ich dachte, dass ihm vielleicht aus der Tasche gefallen. Los, komm, wir gehen rüber gucken. Wie geht das denn? Und dann? Shepard, hast du überhaupt noch Scrap? Moment mal, ist das etwa der General? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Herr General, brauchen Sie noch ein paar Scrap? Nein, ich habe gerade 3 Apaches verkauft, ich habe genug. Herr Shepard, bitte gehen Sie mal kurz, hier ist jetzt abgesperrter Bereich. Ja. Ganz wichtig. Herr Sherlock, ich habe eine Frage abgesperrter gleich Bereich. An Sie. Ich gehe ja schon. Wieso? Moment Shepard, mal, das ist super wichtig, solange noch nicht. General, vervielfältigen Sie noch Ihr Geld, weil da. Ja, ich wollte schon mal 1 Million Scrap haben. Achso. Der ist kurz geschlossen. Herr Sherlock, der Saloon ist kurz geschlossen. Hat Sie so eine Dame angerufen gerade? Ja, die kommt in 10 Minuten, aber es ist gerade Fotoshooting. Okay, 10 Minuten kommt die, in 10 Minuten. Krieg ich jetzt meine Kohle wieder raus? General, sind bitte einmal kurz raus. Wichtiges Fotoshooting. Ob er mich auch rausschmeißt. Ich könnte gerne durchs Fenster gucken. Okay, ich würde mich hier hinsetzen. Foto vom General. Ich würd mich hier hinsetzen. Könnte der General mit aufs Bild? Ja. Ich mal daneben stellen. Können Sie hinter mir stehen? Nee, so hinter mir.
Wir machen jetzt nämlich ein wichtiges Foto. Wobei das, einer das, muss das gut, kann das einer gut draufwerfen, dass das vor mir liegt. Nee, nochmal. Vielleicht vom Tisch oben drauf. Vielleicht von oben. Nee, nochmal. Schade. Das muss schön hier vorne auf dem Tisch liegen bleiben. Nee, dann haben sie es fallen gelassen. Ja, ja. Und jetzt eine Mittenpose? Also, mit einer Pose, irgendwas Cooles? Ja, du musst ein bisschen dabei hochgucken, sonst guckst du so in das Ei rein. Ah ja, doch, so. Das war gut, das war gut. Ja, ich ja, kann ja. leider nicht hinterm Tisch stehen, schön, das wäre cooler, wenn ich hinter... Schöner ranzoomen. Cooler, wenn ich wir zentral, können doch zoomen mit der Kamera. Cool, wenn ich, ja, aber so von oben wäre cool, wenn ich direkt hinterm Tisch, hinterm Stuhl stehen könnte, da ist nicht genug Platz. Kannst du dich hinter den Tisch und dann zoomen? Ich habe jetzt... Was meinen Sie? Wie sagen Sie? Hey, es muss ja zentral sein. Es muss ja zentral sein. Nochmal. Okay, ich zeige euch mal die Bilder. Ich habe jetzt zwei. Können Sie mir rausnehmen hier? Das ist eigentlich perfekt. Können Sie näher ranzoomen? Noch näher? Komm, nee, kannst du auf den Tisch? Das ist schon Maximum. Aber ich kann näher ran. Ja, ich kann näher ran. Ja, so ist. Ja, so ist. Ich glaube, so geht's. Genau, die Lieblingswaffe raus. Nochmal. Okay. Ein Geister draußen am Fenster. Das ist es. Vielen Dank, Herr General. Das wollen Sie jetzt aber nicht dem Rächer geben, oder? Das echte goldene Ei. Sie können gerne wieder reinkommen. Ich glaube, Pippi und Julie haben gerade gekuttert. Das haben sie jetzt nicht gesagt. Das habe ich gehört. Mann, ich muss doch mal gewinnen hier. Oh. Okay. Komm schon! Komm! Nice. Komm! Na, die Kiste schmeißt ja gar nichts hier. Komm! Daddy braucht ein paar neue Patchies. Damit daraus immer mit genug Geld ins Casino gehen, ja. Das gibt's doch nicht. Komm! Da kann man doch gar nichts gewinnen. Mega rigged, ey. Scheißladen. Keine Taschenlampe. Gibt es einen größeren Bilderrahmen? Ich glaube nicht für Bilder, oder? Das fällt einem auf, wenn ich das Auto klau.
Bong! Moin Jens. Hallo. Bon Jovi People. Relantes, vielen Dank für die 6 Monate. Vielen Dank, Kliofa. Vielen Dank für dein Sub 73 Terramar. Vielen Dank, Stargazer. Vielen Dank, Fugu. Vielen Dank, Max Power. Und auch vielen Dank, Wenyak Welcome. Und Sabulux. Vielen Dank für eure fantastischen Subscriptions. So. Vielen Dank, Snowfall. Ich brauche mal irgendwie ein Heli. Ich muss ein bisschen rumkutschern. Wie spawn ich nochmal ein Heli? Runter von der Straße! Was ist braun und schwimmt unter Wasser? Ein U-Boot, Kappa. Vielen Dank, SquirtLol1337 und Dargia, vielen Dank auch für deinen Sub. Hol den Panzer, ne, ich will jetzt keinen Panzer fahren. Panzerfahren ist vorbei. Danke. Kinderreime. Was ist dein Plan? Ich will halt einfach mal ein bisschen gucken, was hier so passiert. Ariola, vielen Dank für den Sub. Schön, Sie wiederzusehen. Bonnie Herz. Okay. Scrap Transporter Helikopter, okay. Die kann man nicht schreiben. Scrap Transporter Helikopter. Okay. Scrap Transport Helikopter, okay. Ich kann einfach nicht schreiben. Scrap Transport Helikopter. Aua, 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 aua. Benzin. Fudel. Pupsen, Pupsen, 1, 2, 3, vielen Dank für die 5 Subscriptions hier in dem Chat und hallo auch Bündel. Oh, das ist ein Apache. Oh oh, den habe ich nicht gespawnt, Chat. Seht ihr den? Hab ich Gottmut an? Jetzt habe ich Gottmut an. Könnt ihr den mal verfolgen?
Wurde die Stadt eigentlich schon mal von einem Apache angegriffen? Nee, ne? Das ist viel zu schnell. Scheiß drauf. Juhu. Ariola, vielen Dank für den Sub an Hoffnungskriegerin. Ist denn noch Agro auf mich? Brustplatz Bonnie Herz. Rußplatz Bonjour Herz. Ach ja, Helikfliegen, ey. So viele Erinnerungen auch von Rußplatz 1 und 2. Juhu! Juhu! Ariola hat nochmal einen Sub rausgehauen an Lady Atlanta. Vielen Dank. Sehr, sehr nett. Juhu. Ah! Was war das denn? Nice. Oh. Haben sie es rüber geschafft? Der Meeresgrund ist so tief, dass der Heli quasi im Spiel da nicht so hoch fliegen kann und deshalb einfach ins Wasser fällt. Geil, mega smart. Der nur 200 Meter über dem Boden fliegen kann. Geil, mega smart. Aber man sieht das auch an den Wellen, ne? Ja, hier ist super tief. Ich weiß nicht. Kann sein, ja. Die Wellen sehen echt mega krass aus von hier, true. Das wird alles eines Tages dir gehören. Simba. Mega, mega smart, okay. Also hier kannst du natürlich wieder Heli fliegen, aber du kriegst ihn halt nicht von Insel zu Insel. So, wo ist jetzt hier das Dings? Da vorne, ne? Ja, hier vorne. Bist bedankt. Willst du fliegen? Soll ich fliegen? Ja, mach mal. Ui. Kannst du gut fliegen? Bitte? Kannst du gut fliegen? Warte. Ich verstehe dich nicht. Wie, was, hä?
Parkour. Voll der 360. Ich hab's versucht, aber ich bin gescheitert. Nein! Schön, dich mal wieder live zu sehen, Jens. Am Ärgern. Ja, warum rutsche ich denn da runter? Oh, ich hasse die Stelle hier. Ja, ist echt die schwerste, ey. Huch. Nein! Ich glaube, man darf ihn sprinten. Ich rutsch da immer, weil ich so fett bin, immer auf den einen Stangen runter. Ja, der Ruhestand tut ihm. Jens, ich hab jetzt. Hallo. Ah! Weil ich in den Chat geguckt habe. Ach, YOLO, ey, fuck drauf. Ich kann's einfach nicht. Ich kann's nicht. Ich bin dafür nicht betrunken genug. Das sind nur Fangnetze. Das sind Checkpoints sozusagen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe einfach viel zu lange keine Videospiele mehr gespielt. Direkt alle Skills verloren. Kommst du wieder rein, easy.
Okay, Chat, jetzt muss ich mich aufrecht hinsetzen, das kann doch nicht sein. Ich habe echt ein halbes Jahr kein Videospiel mehr gespielt, also ernsthaft, das ist verrückt. Fast geschafft. Ich hab keinen Skill mehr. Ich muss mal Videospiel spielen, ey. Moment, hab ich's jetzt gepackt. Ja, und da hinten gäb's noch das im Vulkan. Richtung 40 Nordosten. Oh Gott! Ich glaube, wir haben gerade Zeno getötet. Warum ist hier ein Pferd? Entschuldigung. Der Sprung ist ein bisschen tricky. Da muss man erst vorsichtig ein bisschen näher hin und dann hier rüber. Okay, das ist schon krass. Nein! Schon richtig schwierig. First try. Fast. Ja, ein bisschen heftiger. Das, ja, vor allen Dingen, weil du halt einfach tot bist, wenn du es einmal verkackst. Aber Dalu und Toro haben das halt echt gut gemacht. Das war ein episches Duell zwischen den beiden. Das war schon nice. War schon echt gut, ja. Wann ist denn mal die Pokerrunde? Boah, ich glaube, die werden das erst machen, nachdem das Rennen durch ist, befürchte ich. Wann ist denn das Rennen? So 22:30 oder so wahrscheinlich erst. Okay.
Rennen ist um 21:30. Wo findet das Rennen statt? Gute Frage. Ich glaube am Lighthouse, rechts unter der Militärinsel. Wieso suchst gerade Zuki, hat das ja vorhin ins Discord geschrieben, glaube ich. Okay, aua. Oh, mein Kopf. Ich mach kurz Fühl rein. Ich war eben im Banditenlager und habe aus 4500 Scrap 14.000 Scrap gemacht. Nice. Nein, Alter. Ja. Ich hab da einmal alles auf die 20 gesetzt und gewonnen tatsächlich, irgendwie 100 Scrap oder so. Und dann irgendwie 2k rausgekriegt, aber das ist halt ja. Auf 14k. Ich hab auf 20 und auf 10 gesetzt, gesplittet und die 10 ist es geworden, jetzt bin ich reich. Dem Lachsmann schon alles gegeben. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich komme im Heli gar nicht hier weg. Was denn? Wir werden wieder... Yep. Naja, dann sterben wir halt zusammen, Freunde. Ich weiß es nicht, vielleicht kann er cheaten, aber... Jawohl. Es war mir eine Ehre. Boom. Wie einfach in nichts verschwindet. Oh, geil. Sehr schön. Das war witzig. Mal dieses Aufkommen. Diese Geräusche vom Aufkommen sind immer besonders gut. Ja, richtig schön gesund. Oh, hallo. Guten Tag. Hey, Mr. Mystery ist wieder da. Ich kam aus dem Licht. Oh, das kitzelt. So. Steht da Taxi? Ja. Taxi. Er hat sich wohl ein Taxi gerufen. Oder angeboten. Wir brauchen irgendwann noch eine Schneeballschlacht. Ja.
da gerade jemand auf uns geschossen. Also irgendwer hat auf jeden Fall geschossen. Ob auf uns, weiß ich nicht. Bin wieder da. Willkommen zurück. Rausgefallen. Da ist ein CH47. Ich hab ihn abgeschossen. Okay, das sah mega wild aus. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Gesagt, der Rotor brennt. Oh. Oh, hat er vom anderen Clip? Oh, die neue Meta. How to destroy CH 47. Schön. Ja, wo ist der Loot? Ein Traum. Na, der ist weitergeflogen. Der hat wirklich einfach einen Flip gemacht oder so. Ja. Ah, hier findet das Rennen statt. Nice. Genau. Mit was für Fahrzeugen fahren die hier? Sandmobilen. Die übrigens habe ich schon getestet, auf Sand richtig Speed bekommen. Und im Wasser? Oh. Hat wieder jemand... Ich weiß nicht. Ich hab's extra nicht belegt. Naja, sonst war's keiner. Und hier steht die Insel definitiv halb unter Wasser. Okay, ich hab das nicht mehr gebindet, also... Sekunde, machen wir. Da wäre ich mir gerade nicht so sicher. Warte, ich zu. Ja, also wir haben das ja alle nicht gebindet. Ich schau mal schnell nach, was der Befehl ist. Ich hab's auch nicht mehr gebindet eigentlich, aber warte, ich guck kurz. Hallo, wer da? Hallo? Ich muss kurz den Befehl suchen. Hallo, Herr Mystery. Ja, wir haben ein Problem. Das Wasser ist angestiegen. Nun, meinen Sie, das kriegen Sie wieder hin? Okay. Okay, zum Glück. Oh. Ja, ich dachte schon, dass alles fällt ins Wasser, verstehen Sie? Ich lande mal eben kurz. Ja. Nun, wir sind eigentlich so gut wie fertig. Haben Sie da Freunde mitgebracht? Hallo, guten Tag. Hallo, Herr Wale. Wollten Hallo. Sie jetzt auch noch? So, muss ich kurz nach dem Befehl gucken. Sekunde.
Nö. So. Bon Weintro, Bon Weintro, Bon Weintro. Mal kurz mal gucken. In die Config rein. Ich habe auch schon C-Level nicht mehr gebindet. Was soll das denn dann sein? Ich wurde reingelegt! Warum ist meine Kamera wieder nicht scharf, weil ich nie angekommen bin? Egal. Egal. Sorry, dass meine Kamera nicht scharf ist. Das macht schon Spaß. Auf jeden Fall. Ich habe uns VIP-Plätze gesichert. Da oben. Oh. Darf ich auch mal fahren? Gefällt mir. Ja, let's go. Ja, ja.
geht's ja recht schnell, geil. Will ich denn so langsam? Was brauche ich denn hierfür? Metal Fragments. General! Guten Tag, hallo. Das waren ja wohl gerade Sie, die ich überholt habe und Staubschlucken, nicht wahr? Naja. Ja, was soll ich sagen, außer Dienst? Ja, ich höre schon auf, verdammt. Ich will mal mit dem schnellen Ding ganz fahren, jetzt wo das repariert ist. Mann, der hat jetzt viel mehr Spaß. Viel schneller. Wow! Ich bin da fast reingesprungen. Aber mehr um Sand fahren, definitiv. Jiva schnapp ich mir. Aua. Oh.
Oh, schöne Runde. Ah, Vorsicht, du! Vorsicht! Jetzt brauche ich Musik von Mario Kart. Da kommen wir auch schon der nächste angesprungen, der Herr General, und er fliegt in die Tribüne! Meine Damen und Herren, Herr General ist in die Tribüne geflogen, hat mehrere Menschen mitgenommen, aber es ist ihm komplett egal. Und da, ein Unfall auf Strecke Nummer 2. Herr General, dreht nochmal eine Runde mit. Es ist ihm komplett egal. Das macht richtig Bock, ey. War eine gute Idee. Oder 360. Komm! Auf dem Wasser hat man noch mehr Speed, verrückt. Ich will jetzt einmal noch mal richtig schön ins Publikum reinfliegen. Kommt jetzt durch Start und Ziel und mit einem gekonnten Sprung in die Menschenmenge rein, der Herr General wieder. Guten Tag, hallo. Die Zuschauer. Hallo, guten Tag, hallo. In meiner Tasche eingesammelt. Man Schild hochzieht. Jetzt habe ich das Meat. Ich habe Speed! Geschwindigkeit! Geschwindigkeit! Overspeed! Naja, solange man das gut hört dort unten, dann ist er auch gut, nicht wahr? Versteht man General gut, ja? Der kann doch gar nicht sterben in seiner dicken Flauscherüstung da. Also wirklich.
bin ja mal gespannt, ob ihr auch so böse Fallen eingebaut habt, so. Also halt so, keine Ahnung, also Flammenwerfer habe ich schon gesehen, aber... Also ich habe schon Bärenfallen gesehen. Hallo, Herr General. Hallo. Wie geht's Ihnen? Was haben Sie heute mit? Ich bin arbeitslos. Ich habe schon gehört, irgendwie über so einen Funk, dass haben Sie Ihre Mitarbeiter rausgeschmissen? Ja, der Gabriel wurde ja wohl eliminiert und seitdem ist alles so langweilig. Ach, machen Sie nichts raus. Okay. Sie können ja noch hier ein paar Leute killen. Also ich würde es ja fühlen, wenn Sie mitfahren und dann so in die Tribüne reinrauschen für den blutigen Essen. Dann stellen wir dort überall Leute hin, die da sitzen und dann klatschen sie da einfach rein. Damit das noch ein bisschen spannender wird. Ich teste das nochmal. Ist hier ein Admin irgendwo zur Verfügung? General, sind Sie hier ein Admin? Hinter Ihnen. Ich bräuchte 100 Betten einmal. Kein Admin. 100 Betten. Wo kriege ich die her? Wie heißt das Zauberwort? Oh, das wäre so toll. Bitte. 100 Betten einmal. Für die Response der Teilnehmer, das wäre so grandios. Ich würde ihnen zu tiefen Füßen sinken und oh, das ist toll, dankeschön. Oh, das waren die anderen 100 Betten. Wo ist ein Buddy? Ich werde es einmal ins Publikum reintesten. Boah, Kaktus, ey. Was, Herr General? Wenn Sie das schaffen, können Sie sich umbenennen in Generalüberholung. So. Was los? Auf einmal alle weg. Ich möchte bitte noch neue. Dann rück ich die nicht. Vorsicht, hör mal du! Was soll das? Was machen Sie denn da? Ich repariere das Schneemobil. Jetzt wäre es besser.
Place und die sind alle auf Public, das heißt, die können einfach geclaimed werden von jemandem und sind direkt hier hinter der Tribüne. Ja, vielen lieben Dank, Buddy. Ich glaube, wir haben also brauchen alles. Wir noch Suki. Easy. Willst du? Ich glaube, wir sind die Sanitäter. Mist. Das sehe ich den kürzeren. Ach ja, shit. Oh. Wolken, okay. Niederschlag. Untergang. Okay. Ich muss noch mal ein paar organisatorische Sachen erledigen. Herr General, hallo. Guten Tag. Möchten Sie auch noch mitmachen? Mit wem fahren Sie denn? Ich habe keinen Teampartner. Herr Chiva, haben Sie mal kurz. Kann ich mich wieder abmelden? Ja, das ist doch perfekt. Dann kann aber ich General mit der Bohne fahren. Ich hab was für Sie, für vielleicht, um das so ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Mhm. Oh, dankeschön. Möchten Sie einfach so mitfahren? Okay. Können wir gerne einrichten. Dann machen wir noch eine Special-Runde mit den Herrn Recher, Herrn General, Herrn Dalu, Scholli und unser Team. Das kriegen wir hin. Oh, Kandios. Warum bin ich nicht dabei? Ja.
aufgebaut? Ich bin der Besitzer von Rustplatz FM, also bitte. Sie haben nicht mal Werbung für mich gemacht. Das hilft doch noch nicht mal. Sie spielen her mit Herrn, wie hieß er eigentlich nochmal? Wo ist er jetzt hin? Warum steht hier auf dem anderen hin? Jaiva hieß der. Drei gute wie? Jaiva, ja. Hallo Paddy, mit wem möchtest du mitmachen? Über schon 21 Uhr, Chat. Wieder schlag so Zeit für mich ins Bett zu gehen, fast. Alles gleich sein Hals, okay. Immer meine Stimme ausmachen. Hallo, hallo, Chat. Rückwärts, stopp. Hallo, Chat, wie geht es euch? Geht es euch auch so gut? Schön noch bis zwei pokern da. Ja, so lange weiß ich nicht, ob ich so lange, aber ich muss ja morgen schon wieder um 14 Uhr aufstehen. Guck mal hinter dich. Sehr geil. Oh, Jens ist auch da, wo ist der General? Der General ist gerade kurz für kleine Generälchen. Der General ist einsam auf dem Leuchtturm und denkt an seine Kameraden. Der General ist einsam. Welchen gibt's hier, Piano? Geil, kann ich das hier hinstellen? Nein, das wäre so geil. Aua. Warum kann ich hier nirgendwo mein Piano hinstellen? Was ist hier los? Guck mal meine alten, Ich kann hier so ein Dings hinstellen. Building blocked. Wann endet Rustplatz morgen? Nach dem Twitch Rivals und dem wahrscheinlich Abschlusskonzert. Ah, hier. So, wie kann ich nochmal Lieder spielen? Warte mal. Wie ist nochmal der Befehl-Chat? Play Instrument. Play Instrument. Instrument. Rust. Chat, ihr wisst doch immer, wie die Befehle lauten. Wie ging das denn nochmal? Ich suche gerade nebenbei. In der Konsole ist der Befehl. Timeout kenne ich, das ist falsch. Warum schießt da jemand auf mich? Instrument Play Recording. Warte mal. Instruments Play Recording. Play. Thank you.
die Sonne aufgeht. Oh. Oh. Zeno hat ein Bild von mir gemacht, ein Screenshot. Ich kann es gerade nicht zeigen, weil ich nicht angemeldet bin. Danke, Mann. Ein bisschen Pippi in den Augen. Ich seh dich, Zeno. Irgendwo da bist du. Ja, Zeno, Jiva und Duck sowieso MVPs, ey. Das Lied ist für Sie, Walle. Es ist wunderschön. Ich bin mit dem Event sehr, sehr, sehr zufrieden. Also leider konnte ich nicht so, bei so vielen Sachen dabei sein, aber was die hier gemacht haben, ist echt 11 von 10. Oh, ich hab keinen. Thank you.
Das ist immer das beste Lied. Mir geht's gut. Eigentlich. Ich genieße gerade mal wieder zu streamen, Chat. Euch zu sehen. Habe ich jetzt gerade meine Generalstimme an? Warte mal. So. Euch zu sehen. Mal wieder Videospiele zu spielen. Nicht am PC zu sitzen, Mails zu beantworten, Präsentationen zu bauen, Excel-Tabellen zu füllen. Irgendwelche Pitch-Decks vorzubereiten. Ist ganz geil. No hands, free hands. Meinem anderen Projekt, meinem anderen Job läuft sehr gut. Mittlerweile da 70 Mitarbeiter, hatten am Mittwoch ein Team-Event. Da haben wir in einem Hackathon unterschiedliche Projekte gebaut. Wir haben ein Charity-Projekt gebaut. Ganz nice, läuft ganz gut. Dick Piano. Nein. Fast so schön wie ihre Stimme. Ja, ja, ich weiß. Dankeschön. Dieser Chat ist kein I'm Meeting, das stimmt. Ich habe keinen Kontakt mehr zu Smasher. Aber es ist die häufig gestellte Frage an meine Person. Beste Stelle? Musik. Ich sehe, der Herr Schieber fehlt eh noch. Ich werde nämlich noch mal kurz gebraucht. Bin sofort wieder da. Ich bin happy. Ja, ein bisschen stressig alles, viel. Sehr viel Arbeit. Aber macht Spaß. Ich kann Flöte spielen. Bist du Bonjour ganz verlassen? Vielleicht jetzt, wo ich im Studio gegessen habe und mich Niklas rausschmeißt. Vielen Dank, Ellatrix, für die 7 Subs. Schönste Stelle.
Schönes Foto. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich liebe euch. Ich meine... War wundervoll. Vielen, vielen Dank fürs Spielen. Oh, das war wunderschön. Ich hoffe, das Rennen geht gleich mal los. Was machen Sie denn da? Ich versuche, die Wolken ein wenig zum Verschwinden zu bringen. Ah, okay, verstehe. Na, Vale? Alles fit? Heiß. Heiße Angelegenheit. Sie haben mit zufällig die Frau Nisa Anwältin gesehen, die ich aus Versehen über den Haufen gefahren habe? Nee, ne? Aus Versehen über den Haufen gefahren. Aus Versehen? Sind Sie da sicher? Sie stand ja mitten auf der Strecke. Da, also... Ja, sag ruhig, dass es Absicht war. Sag es den Leuten. Du hältst den Ding falsch rum. Ich glaube, ich gehe mal wieder. Das ist mir zu heiß. Hallo? Weg zu schwimmen? Sie haben...
Nee, der Vieh. Sie kommt wieder. Ich habe den General nicht gesehen. Ich sehe den gerade. Sie haben mein Schild. Also, ich sehe niemanden. Frau Nisa, geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's sehr gut. Der General hat. Der Helikopter vom General hat meine Anwaltskanzlei zerstört. Was? Der Helikopter? Das Schild. Meinen Sie? Also, der Helikopter, mit dem der General vorhin kam, war mein Helikopter. Ach so, dann hat ihr Helikopter Anwaltskanzlei zerstört? Sie waren das? Also ihr... Also... Ich hab jetzt ein richtig scheiß Schild vor der Kanzlei. Ja, der ist explodiert. Der ist explodiert. Warum das denn? Ja, weiß ich nicht. Ich war das nicht. Aber mein Schild war weg und jetzt habe ich ein Scheißschild. Da steht drauf Kanzlei Nisa und da in Klammern steht, weil der Heli des Generals das hier zerstört hat, das schöne Schild. Also ich brauche einen Anwalt, weil sie hier... gute Werbung. Also ich brauche einen Anwalt, weil sie hier Rufmord an meinem Namen quasi... okay. Mhm. Und wenn Sie einen Anwalt brauchen, ich habe hier ein Schild für Sie, ein Schild, eine Karte für Sie, da kann ich Sie gern vertreten. Das und dann können Sie ja dann. Ich bin gerade leider überfahren worden von dem Radiomoderator und muss jetzt erstmal in meinem Schlafanzug meine neuen Sachen holen. Mhm. Aber wir können das später gern machen mit dem Verklagen. Ja, aber ich möchte ja Sie verklagen. Ja, das kriegen wir hin. Das Schild ist jetzt trotzdem. Aber ich habe erfahren, dass es... Sie verklage ich dann auch. Bis später. Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Wir brauchen definitiv einen Anwalt, Walle. Mhm. Ein Anwalt? Oder? Wir haben den Hasen fast getroffen. Ach, das war ein Mensch. Ich dachte, das war nicht der Hase. Ich hatte Hunger. Ich glaube, das war ein Hase. Ja, diese Vorstellung habe ich auch oft. Wollen wir zum Event gehen? Ja, das klingt gut. Die Brücke ist nicht sonderlich gut konzipiert. Ja, aber du hast auch ein Megafon. Vielleicht gib mir das mal. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn er leiser ist. Ja, gar nicht, du Knaller. Das ist General, wollen Sie auf die Tribüne oder oben in die VIP-Lounge? Dann gib mir das mal. Von wo kann man besser sehen? Du willst nicht mit Megafon reden. Von oben. Ich kenne zufällig den Code. Hallo, hallo. Ah, okay, das ist schrecklich. Ich übernehme. Ja, ganz bald. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Sandstorm-Event!
Sehr gut, sehr gut. Wir wechseln uns einfach ab. Machen Sie lieber ohne Megafon, das ist voll laut. Ja, das war ja auch nur ein Test. So, gucken wir mal, wie die Leute fahren. Könnten wir bitte Tag bekommen? Herr Misty? Hey, sag mal, sind das da unten Rolltore? Ja, meine Damen und Herren, das sind die Rolltore, das sind die Starttore, die dann aufgehen das und wo die Kontrahenten dann rausfallen müssen. Haben Sie da einen Sender für? Noch ein Stück. Okay, passt. Ja, hallo, komm mal her. Hallo, Patti. Oh, Fischi. Hast du. Guck mal da hinten in die Richtung über das Holzschild. Ach ja, stimmt. Man muss sich gegenseitig erschießen. Ja. Genau. Ich glaube. Geh weg, du Schwein! Juhu. Gab es schon Infos? Steff, hier sind die Preise, die wir gebracht haben. Komm mit. Ja, ich habe schon lange nicht mehr geballert in Videospielen. Echt schon ein halbes Jahr her oder so. Ach schön, richtig gut, was Suki wieder gebaut hat oder das Team. Richtig krass, ey. Richtig krass. Diese Subby-Mods. Ich hab ein bisschen Hunger, ne? Vielleicht noch ein Raketenwerfer. Wo ist denn jetzt wieder der Rächer? Hier unten. Tommy, der Scrappy Pitty, kannst du dir nicht kurz drum kümmern? Bin gleich wieder da. Da geht's schon. Easy? Flieg kurz ein. Jo. Hallo, alle Teilnehmer, die sich für das Rennen angemeldet haben. Müssten doch mal alle ihre Sachen, auch der General, alle ihre Sachen hinten dort auf ihrer rechten Seite womöglich ablegen. Dann können sie, glaube ich, auch zuschließen oder ein Schloss machen oder was auch immer. Denn es soll ja Gleichberechtigung sein. Und da kommt auch schon die Sonne raus. Ein wunderschönes Wetter hier mit einer Weitsicht von mehreren Kilometern. Schön. Weitsicht von mehreren Kilometern.
Willst du fahren oder ballern? Okay, immer weiterlaufen, da ist bald was. Oh, oh, der kutschert. Suki? Oh. 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 Wow. Donny kutschert. Schönes Wetter, perfekt. Ja. Ich werde nicht schon wieder. Stunden in Rust, holy fucking shit, ey. Okay, okay. Ihr habt mich überzeugt. Bitte nicht die Bahn befahren. Einen wunderschönen guten Tag. Wir bräuchten noch zwei Teams, die vielleicht noch nicht sich entschieden haben, hier mitzufahren. Dann hätten wir ja, insgesamt für 3 Rundenkurse jeweils die ganzen Teams aufgefüllt. Sagen Sie gerne mal Bescheid, holen Sie sich irgendeinen Teamkollegen oder verbreiten Sie es auf der Insel, who knows. Ich weiß ja nicht, ob alle da sind. Fragen Sie nochmal. Ja, könnten sich die die Teams bitte zusammenfinden, ein bisschen weiter auseinander stehen, einfach zusammenstellen, jetzt noch Rakete damit rein. Wir einmal gucken können, ob überhaupt alle da sind. Ein Jahr, 4 Monate am Stück, holy shit. Sehen Sie? Jetzt mal, wenn die nicht da sind. Wir sehen zwar nicht die Namen, aber ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8,5. Ja, das war eine Kiste. Wir haben 13 Anmeldungen. Kann ja nicht stimmen. Nun, wer nicht kommt, der mal. Okay. Shit. General, hätten Sie eine kurze Sekunde, sich einmal kurz hier reinzusetzen? Ich würde Sie gerne einmal ganz kurz entführen. Ganz kurz. Wäre wichtig für die Strecke. Danke. Wäre es möglich, aufgrund von einem fehlenden TC, mir ganz schnell noch einmal so ungefähr 100 Sandsäcke reinzuspawnen? Weil eigentlich sollten hier Sandsäcke stehen, die sind aber decayed, weil hier kein TC war. Nochmal 100 Sandsäcke, das wäre total toll. Bitte, bitte, bitte. Ja, perfekt, ja, danke, perfekt. Ich kutsche nicht. Ich bin der beste Pilot. Es sei denn, ich habe einen DC, so wie jetzt. Okay.
Nun, das war's. Zu viele Sandsäcke. Vielen Dank für den Stream. Was ist denn hier los? Halt mal, gucken wir mal. Server-Crash. Wir haben doch nicht wenig Rust gespielt. What the fuck, wir haben super... Ich fand's schade, dass Bonjour als Mitveranstalter aufgeführt wurde. Wir haben mega viel Rust gespielt letzte Woche. Ich kann dir sagen, wie viel Rust wir gespielt haben. Wahrscheinlich nicht so viel wie die anderen. Aber... Und ist ja noch gar nicht vorbei. Wir haben mindestens 20 Stunden Rust gespielt. Bezogen auf Matteo. Ja, wir haben ja nicht ja nur Matteo im Team. Wir haben heute... Gestern wurden... Gucke. Games. Wir haben 32 Stunden Rust gespielt. Ist doch okay. Also, sorry, wir haben 32 Stunden Rust gespielt. Gestreamt. Privat noch viel mehr gespielt. Matteo hatte halt pro Tag, also keine Ahnung, ist schon ein bisschen, naja. (40) Stunden kriegen wir auch noch voll. Wir haben ja morgen noch den ganzen Tag. Wir haben mal 40 Stunden in 7 Tagen gestreamt, wahrscheinlich viel mehr gespielt. Genau, 10 Uhr. Egal wie man es macht. Also. Aber wenn ich nach Hause komme, sage ich zu Matteo: Du Matteo, hättest du mal mehr Rust gespielt? Dann sagt Matteo: Okay. Ich warte gerade darauf, dass das hier wieder angeht. Ich guck gerade mal was. Heute kommt die Buddy Story. Hi, dann. Guys. Hallo.
Was ist denn für ein Witz mit Herbst eigentlich? Chat? Wer hat den Server gekutschert? Müsste gleich wieder angehen. Bong! Finde es schade, dass Jens aufhört. Wo schon Leon im Herbst geht. Ja, was soll ich machen? Ich habe halt einen, jetzt wo im neuen Job, ich habe mich jetzt noch weiter verändert und werde demnächst auch unter anderem für andere StreamerInnen auch Livestream und werde dann, wenn die schlafen, werde ich dann den Channel übernehmen und mit Content befüllen. Ja, ich mache OnlyFans, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, das ist das neue Projekt, wovon alle immer reden. OnlyFans.com/NakiKeri ist mein Nickname. Only Jens, oh Mann, ey. Am Namen musst du noch was tun. Ich bin nicht so gut in Name-Finding. Sorry. Ich kann nicht alles, Chat. Ich kann nicht organisieren und auch noch gut aussehen und auch noch Namen mir überlegen. Rust startet schon wieder. Only Pants wäre gut. Einfach nur, das heißt, die ganze Zeit nur Bilder von Hosen. Machst du das dann zum Beispiel auch für Bonjour? Ja, wenn Bonjour möchte, kann ich auch gerne die Streaming-Sachen für Bonjour übernehmen, aber die sind ja schon ganz gut aufgestellt. Dum, 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 dum. Oh, jetzt bin ich schon abgestürzt mit dem Heli. Uah. Only Streams heißt es dann. Das ist dann quasi das Stream-Ding von... Na, ihr wisst schon. Gut, Assen, die sind nicht so einfach, wie normale Menschen sich das vorstellen. True. Bonjour Nacktkalender. Doch, doch, ich warte nur, bis der Server wieder, der ist gerade wieder hochgefahren quasi. Wie muss man sich vorstellen, dass du den Stream betreust, wenn der Streamer nicht da ist, als Ersatzprogramm? Genau, das wäre jetzt mein Alternativprogramm. Wo fahren die Server eigentlich immer noch hoch? Die sind schon wieder hoch, ich melde mich nur gerade an. Ich bin echt alt geworden, Chat. Ey, die letzten 3 Monate bin ich echt sehr alt geworden. Ich muss mich so liften lassen, so.
Live-Ersatzprogramm mache ich dann für alle an unterschiedliche Streamerinnen. 3 Monate älter, genau. Ich bin in den letzten 3 Monate älter geworden, Chat. Mehr guckst, ich nehme keine Drogen. Drogen nehmen ist scheiße. Ich mache dann auch Cosplay, genau, ja. So, es lädt. Oh. Chiba. Enisch. Als wenn nichts passiert wäre. Müssen die Dinger nochmal neu gesetzt werden. Ja, gab es automatisch Rubberband Rollback dann, wenn der Server einmal resettet. Der speichert ja nicht jede Sekunde, sondern alle paar. Keine Sorge, verdammte Scheiße, dieses Mikrofon ist ja völlig für den Arsch. Keine Sorge, wir werden demnächst auch bald weitermachen. Sammeln Sie sich erstmal. Alles okay bei Ihnen, Herr Rechner, zu kriegen, als wären Sie in der Pubertät. Helf mal eben hier. Herr Recher, Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, man versteht Sie so schlecht. Okay, Alter. Immer ein bisschen helfen hier. Tschüss, Jan Moni, Mani, Moni. So. Check. Ich hab mal hier fertig gemacht. Nee, das war nicht, das war ein Sunsacker.
So. Ich glaube, die Strecke geht woanders lang. Das ist doch die Strecke hier. Nee. Das ist hier die Strecke. Du landest ja hier auf der Seite, das ist ja oben. Nur kann ja auch sein, dass du hier unten lang läufst. Schon richtig so. Das ist schon richtig so. Das ist schon richtig so. Muss ich noch dem Typ da Bescheid sagen. Der Heli ist wohl kaputt, ja. Hier ist ganz gut. Hier können wir das gut sehen. Du kannst immer gucken, wer da drüben kommt. Und ich kann immer hier gucken, wer hier verunfallt. Und ja. Zauber schnell, Junge. Ja.